Hallo, wir sind Diana und Alexander und wir betreiben die Bierblume hier in Görlitz. Seit 2017 stellen wir unser Bier hier in Görlitz her und vertreiben das auch. Bei uns in der Wirtschaft in der Neißstraße 8 können Sie unser Bier aus dem Glas trinken oder auch in der Flasche kaufen. Weiterhin gibt es unser Bier im lokalen Rewe zu kaufen. Unsere Sorten sind traditionelle Biersorten wie Lager Hell, Export, Festbier, Bockbiere, aber auch eine Bierszene, die sich entwickelt, der Craft-Biertrinker. Und deswegen brauen wir auch Craft-Biere wie IPA oder Rauchbier, obergärige Ales. In Görlitz gab es über 130 Brauereien bis in das mittlere 19. Jahrhundert. Und alle Brauereien haben hier sich viele Braupfannen geteilt und in jedem Haus, gerade hier in der Neißstraße, ihr eigenes Bier hergestellt. Mitte des 19. Jahrhunderts hat man festgestellt, dass viele Stadtbrände von Brauereien ausgeht, weil der Brauer etwas mehr getrunken hat und mit offenem Feuer gearbeitet hat. So hat man entschieden, dass die Brauerei zusammengefasst wird und vor die Stadt verlagert wird, dass wenn die Brauerei brennt, dass die Stadt nicht mehr mitbrennen muss. Und damit sind alle Brauereien aus der Stadt verschwunden und langsam kehren sie wieder zurück. Mittlerweile sind wir wieder 3 bis 4 kleine Brauereien hier in der Stadt Görlitz. Genau, und in unserem speziellen Fall sind wir hier in einem historischen Braugebäude, also auch im Mittelalter war dieses Gebäude schon eine Brauerei. Und wir haben ihm sozusagen der alten Bestimmung wieder hinzugefügt. Ich bin Brauer und Melzer seit 2012 und meine Frau ist Diplom-Biersommelier und Kandidat Master of Beer seit 2011. Und seit 2011/12 beschäftigen wir uns intensiv mit der Herstellung, Verkostung und natürlich dem Trinken von Bier. Die Bierherstellung an sich hat eine sehr lange Tradition und die 9 großen Brauereien machen das alles industriell, aber Bier kann tatsächlich auch noch auf die alte, herkömmliche Weise hergestellt werden, in viel Handarbeit und als reiner Handwerksberuf. Und so machen wir das hier. Wir brauen nach alten Rezepturen und wir versuchen natürlich immer neue Rezepte zu finden, die wir dann selber verkosten und dann weiterhin brauen, wenn es den Görlitzern schmeckt.